Stimmt meine Rente? Wie lange kann ich meinen Rentenbescheid rückwirkend überprüfen lassen? Ich habe diesen vor 10 Jahren, 20 oder 30 Jahren erhalten. Gibt es da irgendwelche Ausschlussfristen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich bekomme immer ganz, ganz viele Anfragen zum Thema Rentenbescheid prüfen. Wir haben ja aktuell eine Aktion laufen, die geht bis zum 31.10.2024. Dort bieten wir in zwei Varianten die Rentenbescheidsprüfung zu günstigeren Preisen an. Bitte schauen Sie einfach mal auf rentenbescheid24.de, da finden Sie alle Informationen. Und genau aus diesem Anlass bekommen wir wieder mal ganz, ganz viele Anfragen zu dem Thema, ja, wie lange geht denn das Rückwirken mit der Rentenbescheidprüfung? Lohnt sich das überhaupt für mich? Macht das überhaupt für mich Sinn? Ich habe meinen Rentenbescheid im Jahr 2004 erhalten oder 2010. Kann ich den jetzt überhaupt noch prüfen lassen? Wie ist da eigentlich die Rechtslage? Ja, meine Damen und Herren, bisschen verworren ist die Rechtslage schon, aber ich fange mal mit dem einfachsten Fall an. Nehmen wir mal an, Sie hätten jetzt den Rentenbescheid am 15. September 2024 erhalten. Und Sie stellen nach einer ersten Prüfung fest, Mensch, hier fehlt irgendwas, Berufsausbildungszeiten zum Beispiel, dann legen Sie ganz normal gegen den Rentenbescheid fristwahrend Widerspruch ein, schicken der Rentenversicherung Ihre Berufsausbildungszeiten zu und dann berechnet Ihnen die Rentenversicherung Ihre Rente im Rahmen des Widerspruchsverfahrens und des rechtzeitig eingelegten Widerspruchs dann neu, in der Hoffnung, dass die Rente dadurch höher wird. Das ist noch ein anderes Thema. Aber so ist der erstmal der einfachste Fall. Ja, und jetzt kommen wir aber zu dem Fall, der uns sehr, sehr häufig gestellt wurde. Ja, ich habe meine Rente zum Beispiel am 1.9.2004 erhalten, das erste Mal, also schon etwas betagterer Rentner oder Rentnerin. Und ich habe aber immer Zweifel gehabt und das nagt an mir, irgendwas stimmt da nicht. Und jetzt habe ich mich doch tatsächlich mal hingesetzt und habe mal selber geprüft und habe festgestellt, das ist quasi so eine Art Klassiker. Mir fehlen hier zum Beispiel 3 Jahre Fachschulzeiten oder Berufsausbildungszeiten oder irgendetwas. Ja? Also so, was einem eigentlich auch ins Auge fällt. Aber damals war das vielleicht nicht ganz interessant, um das zu überprüfen. So, und jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, kann ich das jetzt noch so lange rückwirkend prüfen lassen? Gibt es da Ausschlussfristen? Ich habe doch diesen Bescheid schon seit 20 Jahren, meine Damen und Herren. Ja, das ist rechtlich überhaupt kein Problem. Ich zeige Ihnen das mal, wo man das findet, in welchem Gesetz man das findet. Und ich sage Ihnen aber gleich am Anfang zu meiner Antwort, wo Sie es nicht finden, nämlich im gesetzlichen Rentenrecht. Im gesetzlichen Rentenrecht finden Sie nichts zu der Frage, wie lange Sie Ihren Rentenbescheid rückwirkend prüfen lassen können. Im gesetzlichen Rentenrecht steht auch nicht drin, gibt es auch keine Regelung zu den Fristen bei einem Widerspruch. Ja? Also da haben wir also völlig andere gesetzliche Regelungen. Und zwar haben wir hier, ich zeige Ihnen das mal, das 10. Buch, Sozialgesetzbuch, also SGB 10, und das ist das sogenannte Sozialverwaltungsverfahren. Und genau in diesem SGB 10 finden wir die entsprechenden Antworten auf Ihre Frage. Also unter anderem auch auf die Frage, kann ich gegen den Rentenbescheid Widerspruch einlegen, und so weiter und so fort. Aber was passiert, wenn der Rentenbescheid schon 20 Jahre in der Welt ist, er unanfechtbar geworden ist, Sie können gegen den Bescheid keinen Widerspruch mehr einlegen, was können Sie dann tun? Und da hilft uns der Paragraph 44 SGB 10. Und zwar Rücknahme eines rechtswidrig nicht begünstigten Verwaltungsaktes. Das hört sich mächtig sperrig an, aber Sie kennen mich ja, ich übersetze Ihnen natürlich dann auch gleich sofort, was das mit dem Rentenrecht hier zu tun hat. Also für uns erstmal ganz wichtig, oder auch für Sie ganz wichtig, der Absatz 1 dieser Vorschrift. Und da steht sinngemäß Folgendes drin. Wenn am 1.9.2004, das ist dieses Fallbeispiel, vor 20 Jahren der Rentenbescheid erlassen wurde und bei dem Erlass des Rentenbescheides das damals geltende Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen wurde, der sich als unrichtig erweist, also zum Beispiel es fehlen im Versicherungsverlauf
Berufsausbildungszeiten oder Fachschulnachweise oder meinetwegen auch Zeiträume für eine versicherte Beschäftigung oder Sozialleistungsbezug, ALG 1, Krankengeld und so weiter, dann ist dieser Rentenbescheid, auch wenn er nicht mehr mit einem Widerspruch angefochten werden kann, also wenn die Widerspruchsfrist abgelaufen ist, mit der Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen. Das ist das entscheidende Kriterium. Dieser Rentenbescheid ist mit der Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen. Das heißt also, die deutsche Rentenversicherung oder ein anderer Träger der gesetzlichen Rentenversicherung nimmt auf Antrag des versicherten Rentners oder Rentnerin diesen Rentenbescheid zum 1.9.2004 wieder zurück. Man sagt, der Rentenbescheid ist falsch. Er ist nicht korrekt, Recht wurde nicht richtig angewandt oder es fehlen einfach Zeiten. Das heißt also, im Gesetz, hier im SGB 10, finden wir keine Vorschrift, die uns vorgibt, bis wann wir einen Überprüfungsantrag für die Vergangenheit für einen früher erlassenen Rentenbescheid stellen können. Das heißt also, wir können sogar, ich mache das mal noch ganz drastisch, gegen einen Rentenbescheid vorgehen, der vor 40 Jahren erlassen worden ist, meine Damen und Herren. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, ja, wie lange kriege ich denn jetzt die höhere Rente nachgezahlt, wenn sich herausstellt, dass zu meinen Lasten fehlerhaft Recht angewandt worden ist, zum Beispiel Falschberechnung oder es fehlen einfach Zeiten. Und da setzt uns das Gesetz eine Sperre. Ja? Und da sagt das Gesetz, ist der Rentenbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit, das heißt also, ist unser Rentenbescheid zum 1.9.2004, vor 20 Jahren, aufgehoben worden, zurückgenommen worden, dann werden Sozialleistungen nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs Nr. 6 des Rentenrechts längstens für einen Zeitraum von bis zu 4 Jahren vor der Rücknahme erbracht. Meine Damen und Herren, und das ist genau der feine kleine Unterschied, den Sie sich bitte immer merken müssen. Wenn Ihr Rentenbescheid zum Beispiel vor 2 Jahren erst erlassen worden ist, dann können Sie einen Überprüfungsantrag stellen. Ein Widerspruch geht ja nicht mehr. Dann können Sie, wenn sich herausstellt, dass Ihre Rente fehlerhaft berechnet worden ist oder das Recht falsch angewandt worden ist, dann können Sie für maximal 2 Jahre rückwirkend die Rente nachgezahlt bekommen. Wenn Ihr Rentenbescheid aber vor 20 Jahren erlassen worden ist, dann gibt es hier die sogenannte 4-Jahresfrist. Im Gesetz ist dann auch nochmal, das ist ein bisschen sperrig und auch vielleicht nicht klar zu erkennen, dann auch das Maximum von 5 Jahren der Nachzahlung möglich. Das wäre dann zum Beispiel so, wenn Sie Ihren Rentenbescheid erhalten haben am 1.9.2004 und Sie stellen am 31.12.2024 einen Überprüfungsantrag, dann können Sie, wenn sich herausstellt im Rahmen des Überprüfungsverfahrens, dass Ihre Rente zum 1.9.2004 zu niedrig berechnet worden ist, dann können Sie sogar bis 5 Jahre rückwirkend dann eine entsprechende Rentennachzahlung bekommen. Natürlich ist klar, für die Zukunft bekommen Sie die höhere Rente natürlich dann auch gezahlt. Das ist ganz klar. Aber meine Damen und Herren, ich habe Ihnen hier an diesem Beispiel mal klar gemacht, dass de facto ein Überprüfungsverfahren, ein Antrag oder eine Überprüfung des Rentenbescheides, den Sie vor vielen Jahren erhalten haben, jederzeit möglich ist. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber, meine Damen und Herren, bevor Sie hier in Aktionismus treten und sagen, Mensch, mein Rentenbescheid ist doch völlig falsch und ich habe doch schon immer gewusst, dass der falsch ist und mein Nachbar bekommt eine viel höhere Rente, obwohl der in derselben Firma gearbeitet hat wie ich und ich bekomme eine Rente, die ist 200 Euro zu niedrig, bitte nichts automatisch gegenüber der Rentenversicherung beantragen. Bitte legen Sie auch, wenn Sie in der Widerspruchsfrist noch sind, bitte nicht mit blindem Aktionismus, ich sage das mal in Anführungszeichen, keinen Widerspruch ein, sondern machen Sie das bitte nur dann, wenn Sie das vorher geprüft haben. Der Paragraph 44 SGB 10
unterstützt sie sogar, der sagt ihnen sogar im Grunde genommen, lasst euch bei der Überprüfung Zeit, ihr habt 4 Jahre Zeit ab Erlass des Bescheides, hier euren Rentenbescheid prüfen zu lassen. Ihr könnt in die Vergangenheit gehen, ihr müsst nicht zwingend ein Widerspruchsverfahren führen, denn ein Widerspruchsverfahren hat einen entscheidenden Nachteil. Ich sage das jetzt mal wirklich so aus der Berufspraxis, er zwingt sie zum schnellen Handeln. Und schnelles Handeln ist bei einer Rentenbescheidsprüfung, kann für eine Rentenbescheidsprüfung Gift sein. Denn man braucht für eine Bescheidprüfung wirklich Zeit. Und das kann ich Ihnen also nur dringend empfehlen, bevor Sie hier solche Maßnahmen einleiten, bitte gehen Sie zu einem unabhängigen, gerichtlich zugelassenen Rentenberater oder Rentenberaterin. Gehen Sie zu einem entsprechenden Fachanwalt oder Fachanwältin für Sozialrecht. Die müssen aber von Rentenrecht Ahnung haben. Und lassen Sie, bevor Sie einen solchen Antrag stellen, diese ganze Sache prüfen. Auch wenn es Geld kostet, meine Damen und Herren, nichts ist schlimmer, als wenn Sie einen Überprüfungsantrag von sich aus stellen oder einen Widerspruch gegen einen Rentenbescheid stellen. Und dann stellt sich heraus, dass Sie eine zu hohe Rente bekommen. Das soll es jetzt gewesen sein zu diesem Thema. Also mein Tipp, bitte, bevor Sie loslegen mit einem eigenen Widerspruch oder Überprüfungsverfahren, lassen Sie das Ganze alles von unabhängiger Stelle prüfen. Unabhängig sind die Rentenversicherungen in diesen Fällen nicht. Deshalb gehen Sie bitte nicht als allererstes dahin, sondern zu den genannten Personen, die ich Ihnen hier im Video vorgeschlagen habe. Das muss natürlich nicht zwingend sein, dass Sie zu uns kommen, sondern Sie können auch zu einem Rentenberater vor Ort gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.